Endlose Schlangen vor den Wahllokalen, alle wollen ihre Stimme abgeben. Denn wählen zu gehen ist für die Südafrikaner nach wie vor etwas Besonderes. Für dieses Recht haben vor allem die Schwarzen in diesem Land lange gekämpft. Und auch wen sie wählen, steht für die meisten fest. Die Mehrheit der Schwarzen, und sie stellen 80% der Bevölkerung, vertrauen nach wie vor auf den ANC, die Partei von Nelson Mandela, an deren Spitze Präsident Jacob Zuma steht. Ich habe in der Straße geheiratet, wo Nelson Mandela einst lebte. Ich bin da aufgewachsen und kannte ihn, schon bevor er verhaftet wurde. Korruptionsvorwürfe, hohe Kriminalität und die staatliche Misswirtschaft können Präsident Zuma deshalb wenig anhaben. Entsprechend siegessicher ging er heute zur Wahlurne. Ich bin sehr glücklich und ich denke, die Ergebnisse werden sehr gut sein. Andere Parteien sind angetreten, die alles dominierende Vorherrschaft des ANC zu brechen. Die Demokratische Allianz mit ihr an der Spitze Helen Zille und die Partei des linksradikalen Julius Malema. Sie hoffen, dem ANC zumindest die Zweidrittelmehrheit streitig machen zu können. Erstmals gehen auch die an die Urne, die die Rassentrennung gar nicht mehr erlebt haben. Die Bonfree-Wähler sind jung und leiden besonders unter der hohen Arbeitslosigkeit. Sie interessieren sich nicht für die Vergangenheit, sondern für die Zukunft. Das könnte auch den ANC Stimmen gekostet haben bei dieser Wahl.